herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen Heimspiel gegen Fortuna Köln vor 2874 Zuschauern. Das Spiel endete 1:1. Bei mir sind die Trainer der beiden Mannschaften, zu meiner linken Gästetrainer Tomasz Kaczmarek und zu meiner rechten Trainer Norbert Meyer. Wie immer, gebührt den Gästen das erste Wort. Ja. Hört man mich? Hallo? Ja. Guten Abend zusammen. Ich begrüße, klar, Medienvertreter, aber vor allem auch sehr, sehr viele Fortuna Köln-Schals sehe ich hier, Sponsoren. Hoffe, ihr habt einen schönen Abend gehabt, habt das hier genossen und spielen zu sehen. Ich kann nur zum Spiel Folgendes sagen, nicht nur zum Spiel heute, sondern grundsätzlich, ich bin wirklich sehr beeindruckt von meiner Mannschaft durch diese englische Woche. Ich glaube, das war das Spiel in Lotte, dann zu Hause gegen Tabellenführer Osnabrück und heute hier. Drei Spiele innerhalb von 6 Tagen, darf man nicht vergessen. Wir hatten einen Rhythmus Samstag, Dienstag, Freitag. Viel, viel anstrengender geht es nicht. Dann die Anzahl in dieser Woche auch noch eine Grippewelle plus wirklich einige Verletzte. Was wir heute wieder hier rausgehauen haben, auch zweite Halbzeit, die klare Torchance zum 2:1 haben, zum Siegtreffer. Ich hätte den Jungs diesen Sieg unfassbar gegönnt, weil wir sind alle hier absolut am Zahnfleisch gegangen. Wir hatten gestern eine gute Anzahl von Spielern, die sich noch kaum bewegen konnten und haben heute hier 95 Minuten auf dem tiefsten Platz. Ja, Fußballspielen kann man das nicht nennen, weil das hat nicht mit Fußballspielen zu tun gehabt, aber es war Mentalität, es war Persönlichkeit. Ich glaube, das war das, wofür diese Mannschaft, wofür dieser Verein in den letzten Jahren steht. Und ich kann, wie gesagt, nochmal den Jungs ein Riesenkompliment machen. Man bedenkt, wir gehen hier in Rückstand auf dem Platz. Normalerweise können da sehr, sehr viele Köpfe am Ende der englischen Woche runtergehen. Unsere Köpfe gehen hoch. Wir glauben dran, haben mit Hamdi Damani kurz vor der Halbzeit den Lattenkopfball, haben viele gefährliche Situationen. Ich glaube, wir haben es als Gruppe sehr, sehr gut verstanden, wie wir dieses Spiel spielen müssen heute hier, um zu punkten. Das haben die Jungs klasse umgesetzt und ich kann den Jungs nur zu dieser Woche, zu diesem Spiel heute hier gratulieren. Jetzt werden wir uns alle 2 Tage ins Bett legen und Montag wieder treffen, um dann die nächste englische Woche mit noch mehr Ehrgeiz und noch mehr Elan anzugehen. Dem Gegner gratuliere ich zum Fight heute. Habt uns extrem gut herausgefordert. Die Dreierreihe vorne, Beister, Grimaldi und Osabe, die hat in sich. Das war Qualität. Umso beeindruckender war die Leistung unserer Viererkette, das nahezu im Griff zu haben. Und wünsche euch für die nächsten Wochen alles Gute und Ihnen allen noch ein schönes Wochenende, falls gleich keine Fragen mehr kommen. Norbert Meyer, deine Einschätzung zum Spiel. Ja, schönen guten Abend erstmal. Ich denke, das, was mein Kollege gesagt hat, erstmal vielen Dank zum Glückwunsch für den Punkt. Ich glaube, man muss beiden Mannschaften ein Riesenkompliment machen heute am Ende einer englischen Woche. Und bei uns kam ja noch hinzu, da wo ihr in Lotte und bei uns und am Dienstag zu Hause gegen Osnabrück gespielt habt, hatten wir noch eine 7,5-stündige Busfahrt am Dienstag aus Zwickau. Sind da auch erst morgens um 5 zurückgekommen und dafür wirklich kann man den beiden Mannschaften wirklich nur ein Kompliment aussprechen, dass sie wirklich kämpferisch alles gegeben haben auf diesem Boden. Beide waren nachher am Zahnfleisch oder sind auf dem Zahnfleisch gekrochen. Aber haben sich unheimlich reingehängt in dieses Spiel. Jeder Fehler auf diesem Boden hätte bestraft werden können. Wir haben noch die Möglichkeit vom Adam Matuschik, der Ball wäre reingegangen, wenn da nicht noch einer dazwischen gewesen wäre. So, aber aufgrund körperlicher Höchstleistung, die beide heute gebracht haben, ist es gut, dass beide mit einem Punkt zumindest heute nach Hause gehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Norbert Meyer. Gibt es Fragen seitens der Presse? Das sieht nicht so aus. Dann darf ich mich bedanken, wünsche den Gästen eine gute Heimfahrt und Ihnen ein schönes Wochenende. Bis gleich.